Sie haben in der ganzen Stadt Razzien durchgeführt. Alle sind nervös nach dem, was gestern passiert ist. Alles wird gut. Wir sind fast da. Mit der Übergabe der Androiden an die zuständigen Behörden wird das Land zu einem Stillstand kommen. Krankenhäuser und Schulen werden schließen. Es wird mit Wassermangel, Blackouts und Netzwerkausfällen gerechnet. Das vermutlich Beunruhigendste ist, dass unsere bewaffneten Streitkräfte 2/3 ihrer Truppen verloren. Wie wäre es jetzt mit etwas Musik? Reden konnten wir mit ihr jetzt nicht. Sprich mit Rose. Ein Stück weiter da lang liegt ein großer Frachter namens Jericho. Wenn ihr dort seid, sucht Marcus. Er wird euch helfen. Der letzte Bus zur Grenze fährt um Mitternacht. Ihr müsst ihn unbedingt erreichen. Auf der anderen Seite seid ihr sicherer. Es ist nicht viel. Aber es ist ein Anfang. Mein Bruder wohnt in Ontario. Das ist seine Adresse. Er wird euch verstecken, bis sich alles beruhigt. Du bist ein sehr tapferes Mädchen, Alice. Du verdienst, glücklich zu sein. Vielen Dank für alles, Rose. Lasst mich wissen, wenn ihr drüben seid, okay? Und seid vorsichtig. Pass auf sie auf. Na los, Leute. Beeilen wir uns lieber. Wir müssen einen Bus kriegen. Orte Jericho. Okay, da sieht's nicht so aus, als wenn es da lang geht. Oh, da ist doch schon das Schiff, oder? Das Blaue da oben. Oh nein, jetzt sind wir als Connor hier. Und wir haben die Graffitis. Finde Jericho. Oh, ich habe ein böses Gefühl dabei, dass wir jetzt auch noch mit Connor da rumlaufen, während die drei da gerade auch hingehen. Hinten läuft jemand. Noch jemand. Oh, da sind mehrere. Und wir laufen sehr schnell. Streitkräfte aus der Arktis zurückziehen, was den Weg für die russische Armee freimachte. Doch mehreren Quellen zufolge
zogen sich auch die russischen Truppen seltsamerweise zurück. Der Kreml hat noch keinen Kommentar abgegeben. Doch es ist gut möglich, dass die russische Armee mit einer ganz ähnlichen Androidenkrise konfrontiert ist. Der UN-Generalsekretär Douglas Cornwell forderte die Ansetzung einer internationalen Konferenz zum Status der Arktis. In jedem Fall scheint die Gefahr eines Dritten Weltkriegs für den Moment gebannt zu sein. Damit ist eine neue Stufe erreicht. Na, immerhin etwas, wa? In der ganzen Stadt gibt es Razzien. Wir müssen etwas tun. Wir können uns doch nicht einfach so abschleppen lassen. Ohne den Mut und die Entschlossenheit der Polizei hätten die Maschinen die Stadt Detroit in ein völliges Chaos gestürzt. Die Behörden verlangen eine sofortige Ausbildung. Ja, klar. Alle Androiden an das unsere Terrorgruppe. Oder die nächste Militärkaserne. Falls Sie um Ihre Sicherheit besorgt sind, wählen Sie die Nummer auf Ihrem Bildschirm, damit die Behörden Ihren Androiden persönlich abholen. Versuchen Sie unter keinen Umständen, Ihren Androiden selbst zu zerstören. Sie sind unberechenbar und potenziell gewaltig. Die Androiden haben nichts getan. Die Cops haben sie einfach abgeknallt. Na, hier können wir uns hinsetzen. Ich schaue mich noch mal kurz ein bisschen mehr um. Ich weiß, es sind nur Maschinen, aber sie sehen aus. Wir müssen wahrscheinlich Menschen, die frei sein wollen. Nach der Androidenkrise und der Neutralisierung aller Militärandroiden mussten sich die amerikanischen Streitkräfte aus der Arktis zurückziehen, was den Weg für die russische Armee freimachte. Doch mehreren Quellen zufolge zogen sich auch die russischen. Wie geht's dir? Mir ist heiß und kalt gleichzeitig. Bleib bei ihr. Ich such diesen Marcus. Der letzte Bus fährt in 2 Stunden. Und der Bahnhof ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir haben nicht viel Zeit. Wir werden gehen, sobald wir Pässe haben. Kara, ich muss dir etwas sagen. Es geht um Alice. Im Bus haben wir Zeit zum Reden. Bin gleich zurück. Bleib bei Alice. Oh, finde den Abweichler-Anführer. Nein, das will ich gar nicht. Ich will mit Kara spielen. Verhalte dich unauffällig. Will ich gar nicht. Hallo, ich bin Connor und von der Polizei. Nach der Androidenkrise und der Neutralisierung aller Militärandroiden mussten sich die amerikanischen Streitkräfte aus der Arktis zurückziehen, was den Weg für die russische Armee freimachte. Doch mehreren Quellen zufolge zogen sich auch die russischen Truppen seltsamerweise zurück. Der Kreml hat noch keinen Kommentar abgegeben. Bist du Marcus? Ich bin mit einem Mädchen und einem Androiden hier. In weniger als 2 Stunden fährt ein Bus Richtung Grenze und wir brauchen Pässe. Nein, in Detroit ist Ausgangssperre. Überall sind Soldaten. Sie greifen alle Androiden auf und bringen sie in Lager. Ihr solltet eine Weile hier bleiben. Vielleicht hast du recht. Es könnte sicherer sein, hier abzuwarten. Einer von uns war früher im Außenministerium.
Er hat elektronische Pässe, die er schnell bearbeiten kann. Er wird euch welche geben. Danke. Du sagst, du hast ein Mädchen dabei, ja? Du weißt, die Menschen hassen uns. Warum beschützt du es? Ist mir egal, ob sie Mensch oder Android ist. Sie ist jemand, der mir wichtig ist. Hätte uns mir sagen können, wer genau das ist. Uns alle töten. Jo. Ja, okay, das müssen wir uns nicht noch 100 Mal angucken. Wo ist der Außenministeriumstyp? Das ist bestimmt unten, oder? Sie eröffneten das Feuer, obwohl wir unbewaffnet waren. Hunderte von uns sind tot, der Platz war getränkt mit blauem Blut. Wir können nicht einfach zuschauen, wie sie uns umbringen. Wir müssen uns verteidigen. Sehen wir jetzt... Ach doch, hier, oder? Nee, das mit Waffen. Sehen wir, wo wir hin müssen? Ich glaube nicht. Wir schauen mal rum. Jemanden kümmern. Ihr brauchtet einander. Welchen Unterschied macht das? Liebst du sie jetzt weniger, weil sie eine von uns ist? Alice liebt dich, Kara. Sie liebt dich mehr als alles andere auf der Welt. Sie wurde das Mädchen, das du wolltest, und du die Mutter, die sie brauchte. Vergessen, wer man ist, um dann zu werden, was jemand braucht. Vielleicht ist das der Sinn des Lebens. Stimmt irgendwas nicht? Wir bleiben für immer zusammen, stimmt's, Kara? Ja. Für immer.